Startvergabe für die Buggies in der Junioren-Buggy-Klasse sind die heißesten Nachwuchsfahrer aus Mecklenburg-Vorpommern am Start. Und sie kämpfen hier um die vorderen Plätze. Die stark aufgebauten Buggies sind unterwegs hier im Feld. Wir sind mal gespannt, wer sich am Ende behaupten kann nach zwei Renntagen, wer die meisten Punkte zusammengefahren hat. Der erste aber scheint total normal Limonsdorf für Max auf Funktion 1 unterwegs zu sein. Auf der 2, die 851, Anton Stein von den Ryan Potatoes. Dann die 29 mit Sven und die Roadrunners. Hinten dran die 934, der Marvin von den Torfrockern mit seinem Gefährt hier bei den Junioren Nachwuchsfahrern. Junioren, die Trabantklasse macht sich bereit. Die Teufel mit Problemen mit 810, das ist Michel Sophie. Wäre total normal Limonsdorf schon vorbeigeht. Ein Fahrzeug geht dort hinten auf den Rädern der Absperrung hinauf. So, das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Stark geparkt dort hinten. Das Fahrzeug auf den Treckerreifen ist der hinauf über den Erdwall mit seinem Fahrzeug gefahren und dann zum Stehen gekommen. Fahrer ist draußen. Der Marvin Durbisch ist das von Torfrockern. Ein weiteres Fahrzeug wird hinter ebenfalls auf der Geraden ausgeschieden. Also hier scheint die Technik doch noch dem einen oder anderen einen Streich zu spielen. Total normal über das Dorf weiterhin vorne. Die 859 Anton Stein auf der 2. Die Teufel auf dem dritten Platz. Und der Fahrer von der Stadtbau 934 hat das Gefährt verlassen. Die Energie-Jungs sind bei ihm. Da fliegt er dort oben auf die Treckerreise rauf mit seinem Buggy spektakulär geparkt. Total normal über das Dorf, gewinnt den Lauf. Die 851 auf 2 Anton Stein von den Wine Potatoes. Auf dem dritten Platz abgerundet. Und der vierte Platz geht an die Roadrunners hier in der Junioren-Buggy-Klasse. Während die nächsten Buggys sich schon mal startbereit machen. Die Klasse schiebt ja zu.